Hallo und willkommen zu diesem, tja, Want to Read könnte man es nennen. Muss ich es wahrscheinlich auch nennen, denn es geht um fünf Bücher, die ich gerne im Winter lesen möchte. Und ich habe immer gesagt, ich mache keine Want to Read-Videos, weil ich nie genau weiß, was ich demnächst lesen möchte. Da kommen Leserunden dazwischen. Ich entscheide das oft nach Lust und Laune. Ich habe so viele Bücher hier, die Beachtung verdienen, aber also monatliche Want to Reads würden mich, also das ist definitiv kein Format, was mir liegen würde. Aber es ist Winterzeit, es ist Weihnachtszeit und ich bin ein riesiger Weihnachtsfreak. Und ich hatte mir dann doch gedacht, ach, du hast so ein paar tolle Weihnachtsbücher, die auch schon teilweise viel zu lange auf dem Sub liegen. Vielleicht machst du doch mal ein Weihnachtswunsch-Lese-Video. Wow, ein Want-to-Read-Weihnachten. Das gibt es auch. Das wird es geben oder gab es schon? Ich weiß noch nicht, wann ich welches Video veröffentlichen werde. Aber beim Zusammensuchen der Bücher ist mir aufgefallen, dass es auch einige Bücher gibt, wo ich einfach richtig Bock habe, sie im Winter zu lesen. Und der Winter ist lang. Ja? Der Winter geht ja bis März, sag ich mal. Also genug Zeit, das ein bisschen aufzuteilen und für mich diese Bücher wieder mehr ins Gedächtnis zu rufen, dass ich wirklich dazu greife und nicht, vor allen Dingen nicht zu neuen Büchern. We will see, ob das so klappt. Aber ich starte mal direkt mit diesen fünf Büchern, die ich im Winter gerne lesen möchte. Und ihr seht dann in den Lesemonaten, ob das geklappt hat. Buch Nummer 1 ist ein Thriller, wo ich einfach glaube, dass das passt im Winter. Außerdem ist es ein Buch, was eine Freundin mir ausgeliehen hat und ich sollte es demnächst endlich mal lesen. Chris Carter, der Kruzifixkiller. Ja. Auftakt einer Thriller-Reihe, soll wohl ziemlich gut sein. Viele hypen diese Bücher. Es geht um, ich glaube, Garcia. Was haben wir da? Detective und Profiler Robert Hunter und ich glaube Garcia und Hunter-Reihe heißt das. Hier steht von dem Garcia nichts. Aber ich glaube schon, dass es um die beiden geht. Es geht um einen Killer und ich habe nicht oft Lust, einen Thriller zu lesen. Das ist eher ein Genre, was mich nicht mehr so sehr anspricht. Aber jetzt so im Winter und weil mich wirklich interessiert, wie gut diese Reihe ist oder wie gut die Reihe anfängt. Und Chris Carter wollte ich immer schon mal lesen. Deswegen hat mir die Freundin dieses Buch in die Hand gedrückt und sie fand es auch super gut. Ich weiß nicht, wie viele Bände sie schon gelesen hat, aber es wird Zeit. Und deswegen kommt es auf meinen Want-to-Read-Stapel. Die nächsten Bücher passen wettertechnisch eher in den Winter. Zum einen habe ich hier 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition. Und wer mir schon länger folgt oder die Playlist gesehen hat, ich war Ende 2019 ja 3 Wochen in der Antarktis unterwegs, beziehungsweise Südgeorgien, Falklandinseln und Antarktis. Und dort haben wir auch ganz viele Vorträge bekommen, unter anderem auch geschichtliche Vorträge. Und da ging es um die früheren Expeditionen, unter anderem auch die Shackleton-Expedition. Und wir waren auch an einigen Orten, wo da ja Dinge passiert sind. Und ich sage euch, diese Geschichte, die hätte man sich so nicht ausdenken können, denn die Leute waren wirklich 635 Tage, also das sind fast 2 Jahre, im Eis. Zum Teil das Schiff halt eingefroren, sie konnten nicht weg, dann mussten sie zu Fuß weiter mit ihrem Proviant und es ist eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte und ich erhoffe mir, dass das spannend geschrieben ist. Also es gibt zwei Geschichten, die mich nach dieser Reise sehr viel mehr interessiert haben. Es ist einmal eben die Shackleton-Expedition, deswegen möchte ich das gerne lesen. Und auch die Entdeckung des, oder ja, der erste Mensch am Südpol. Da gab es ja ein Rennen zwischen Amundsen und Scott. Und der Enkel oder Urenkel, ich glaube, der Enkel von Scott war ja unser Geschichtslektor auf der Reise. Ganz netter, sympathischer Mann. Und ja, diese beiden Geschichten, eben Scott Amundsen-Rennen, da habe ich schon ein Buch zu gelesen, das fand ich okay. Die Geschichte ist interessant, aber also ich möchte es gerne so ein bisschen in Romanform haben. Und ehrlich, die Story bietet absolutes Romanpotenzial. Deswegen hoffe ich, es gibt viele Bücher zu diesem Thema, hoffe ich, dass das eins der guten ist, die mich wirklich fesselt. Denn vom Prinzip her weiß ich, kenne ich die Geschichte ja, was passiert ist und wie das ausgegangen ist. Aber ich möchte da einfach mehr zu lesen und ich hoffe, das ist spannend. Ich finde, es ist ein sehr schönes Buch auf jeden Fall zu einer sehr packenden, spannenden, hoffentlich auch spannend geschriebenen Geschichte. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Buch, was hier schon viel zu lange auf dem Sub ist. Das habe ich vor meiner Reise schon gekauft, wollte das vorher schon lesen, habe es nicht getan. Jetzt bin ich schon ein Jahr zurück. Es wird Zeit für Empire Antarctica von Gavin Francis aus dem Dumont Verlag. Da gibt es so ganz viele
Reisebücher, aber es sind keine Sachbücher, bin ich der Meinung. Ich weiß, ich habe noch keins von diesen Büchern gelesen. Das ist mein erstes, bisher zum Glück das einzige, weil da sprechen mich noch ganz viele andere an. Aber ich sollte vielleicht erstmal eins lesen, um zu gucken, ob diese Art, Art der Bücher was für mich ist. Ein Jahr auf Außenposten am Ende der Welt. Natürlich der kleine Pinguin, ganz alleine im ewigen Eis. Naja, leider dank der globalen Erwärmung nicht mehr ganz so ewig. Grenzenlose Einsamkeit im Eis. Eine bewegende Erzählung über die Dienstzeit eines Arztes in Antarktika. Empire Antarktika verkörpert für mich alles, was ich an guter Reiseliteratur bewundere. Eine großartige Tour, Entschuldigung, das Norddeutsche kommt durch, extremes Alleinsein, literarische Weitläufigkeit, lebendiger Stil, wissenschaftlicher Hintergrund und der altmodische Hauch eines persönlichen Opfers. Ich liebe dieses Buch, hat Paul Thuro gesagt. Wer auch immer das ist, aber ja, passt einfach im Winter, oder? Am besten natürlich, wenn es draußen schneit. Und dann kann ich mich vielleicht an diese wunderschöne Reise zurückerinnern, die so toll war. Wenn euch das interessiert, es gibt eine Playlist natürlich mit Vlogs aus der Antarktis und den Falklandinseln und Südgeorgien. Das nächste Buch ist ein wunderschönes Büchergilde-Buch, also eine Büchergilde-Ausgabe. Und zwar von Ian McGuire, Nordwasser. Und das geht in die gleiche Richtung. Es geht aber nicht in die Antarktis, sondern in die Arktis, in den Norden. Und es spielt auf einem Walfangschiff. Ich lese euch mal kurz vor, hier steht gar nicht so viel. Ein Walfangschiff, das Kurs nimmt auf die eisigen Gewässer der Arktis. Mit an Bord Henry Drax, ein gewissenloser Harpunier mit einem düsteren Geheimnis. Und der Deutschlandfunk hat gesagt, ein brillant geschriebener Albtraum. McGuires Hyperrealismus und die ungeheure Präsenz, die er erschafft, sind in jeder Zeile zu spüren. Ich glaube, ein literarisches Werk. Aber ja, Kälte, Arktis, Antarktis spricht mich total an. Ich möchte auch gerne nochmal in die Arktis, sofern das irgendwann wieder gut möglich ist und gerne auch mit dem gleichen Anbieter, mit dem ich in der Antarktis war, weil das einfach genial war und einen Teil der Crew kenne ich, würde ich dann ja schon kennen, das wäre super. Deswegen auch ein Want-to-Read im Winter. Und das letzte Buch ist jetzt weder thematisch noch irgendwie vom Wetter her passend, aber ich habe Lust auf eine tolle Fantasy-Geschichte, eine erwachsene Fantasy-Geschichte, die soll auch relativ humorvoll sein, aber auch brutal. Und ja, ich habe einfach mir gedacht, wenn ich schon ein Want-to-Read mache, dann packe ich das drauf, weil so viele davon schwärmen und ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele wissen wollen, wie mir das gefällt. Und zwar spreche ich von Nevernight von Jay Kristoff. Ich habe von Jay Kristoff und Amy Kaufmann die Illuminae-Akten, zumindest den ersten Band, gelesen. Fand ich toll. Ich fand eben auch den Humor toll. Das ist eine andere Schreibweise, diese Aktenform eben. Aber ja, hier haben wir ganz viele Fußnoten, bin ich der Meinung. Glaube ich, so war das. Wo sind sie denn? Da ist eine. Ja, viele Fußnoten. Ich bin auf den Stil gespannt. Das soll ein ganz tolle, ich glaube, es ist eine Trilogie sein. Das ist der erste Band. Habe ich mir, ich glaube, bei Tauschticket ergattert. Ist in einem guten Zustand. Hier oben ist so ein bisschen vergilbt, aber boah, überhaupt nicht schlimm. Oh, hier ist eine wunderschöne Karte drin. Schaut mal. Und das Buch ist übrigens mit dem Aurelius Award als bester Fantasy-Roman ausgezeichnet. Worum geht's? Mia Corvere ist ein Kind der Schatten und sie kennt nur ein einziges Ziel, Rache an den Männern zu üben, die ihre Familie zerstört haben. Ihre Feinde sind die Mächtigen des Reiches, ein General, ein Konsul und ein Kardinal. Doch Mia ist zu allem entschlossen. Sie macht sich auf den Weg zur Enklave der Roten Kirche, einem geheimen Assassinenorden, um die Kunst des Tötens zu erlernen. Das klingt gut. Das klingt nach gemütlichen Abenden. Draußen ist es natürlich schon dunkel, denn es ist Winter. Und einem schönen Tee und dann eintauchen in eine dunkle Fantasy-Welt. Ich bin gespannt. Ja, das ist mein Want to Read Winter 2020-21. Und ich bin gespannt. Ja, ich freue mich drauf. Ich nehme mir das wirklich vor. Also ich nehme mir das immer vor, gewisse Bücher zu lesen und dann kommt das Leben dazwischen oder der Buchladen oder so. Aber ich freue mich drauf. Ja, schreibt mir gerne mal, ob ihr ein Want-to-Read Winter habt oder welche Winterbücher ihr empfehlen könnt. Wenn ich auch mal so meine liebsten Winterbücher machen soll, das kann man ja auch im Januar noch machen, so ein Video drehen soll, vielleicht Top 3, das wäre eine Möglichkeit, mal gucken. Dann schreibt mir das sehr gerne. Ansonsten, ich habe immer Ideen für Videos, also keine Sorge. Abonniert den Kanal, gebt dem gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.